Wir sind hier ausgestiegen und sind so rumgelaufen. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Warte mal, wir fragen mal jemanden. Gesehen. Das ist auch oben, ne? Boah, geil, den habe ich noch nie gesehen. Und du? Boah, das ist zu. Wir müssen noch einen. Nimm deine Sachen auch ab. Jetzt kommt doch gleich. Und dann nehme ich es ab. Aber mehr ziehe ich aber nicht aus. Ich werde die Warte aussehen. Toll. Ja. Gehen wir schnell, ne? Also, das ist nirgends aufgeblendet. Seit wann hast du denn eine Brille? Hab ich schon, ja. Thank you.
Kommen wir nicht weit über Longs. 20, 30 Kilometer meistens nur. Ja, weil ich immer reich. Danke. Das Rechte. Wir sind vielleicht ein Pessimist, bei so einem schönen Wetter einen Schirm mitzunehmen. Ja, ja, ganz ehrlich. Ach so. Ja, das war's anders. Ja, es wird zu.
wir schon fast schon traditionell tun. Zum anderen aber auch, weil in diesem Jahr eine besondere Halbzeit ist. Wir haben 10 Jahre Jugend und Technik. 10 Jahre Jugend und Technik. Ja, ich glaube, das ist es wert. 10 Jahre Jugend und Technik, das bedeutet für einige eine ganze Menge, für viele vielleicht nicht so viel und es gibt wahrscheinlich auch ein paar, für die es nichts bedeutet. 10 Jahre Jugend und Technik heißt, dass ihr mal aus einer Idee, die 1981 geboren wurde, inzwischen eine Institution geworden ist, und zwar eine nicht mehr wegzudenkende und nicht mehr wegzuwünschende der Hannover Messe Industrie. Sie ist entstanden als Kommunikationsplattform, als Informationsbörse für Jugendliche, die früher mal eine Technikakzeptanz nicht so stark hatten wie heute. Geblieben ist auf jeden Fall eins, früher gab es Ausbildungsprobleme, früher gab es Nachwuchsprobleme, die gibt es heute wieder. Wenn wir über Jugend und Technik reden, dann reden wir auch seit 10 Jahren über Partnerschaften, und zwar über sehr gute, beständige und wichtige Partnerschaften. Die sind zum einen die Partner, mit denen wir jedes Jahr wieder zusammenarbeiten. Das ist Bosch Laubung, die uns also zum Beispiel in die Lage versetzen wollen, was wir heute überhaupt tun. Das ist der Professor Löschläger, der darauf, dass wir am kommenden Mittwoch noch einmal zu einem vernünftigen und schönen Abschluss zusammenkommen werden. Und ich wünsche Ihnen allen noch viel Spaß und viel Erfolg und natürlich auch viel Spaß heute Abend. Und damit kann ich dann das Wichtigste auch tun, nämlich das Buffet eröffnen. Viel Spaß und danke. Thank you.
Prost. Schul- und Fachhochschulabsolventen Informationsgespräche mit interessanten Karrierechancen. Ich mache mir jetzt...
leider nicht. Begeistert. Thank you.
Also ich meine, so ein kleiner Fliegenfahrtschirm, da reicht es nicht. Auf Wiedersehen. Wieso? Das können wir doch nicht wissen, wer das abholt. Vor allem haben wir uns schon geärgert, dass wir nicht mehr telefonieren können. Was sind wir? Spitze! Was sind wir? Umsatz! Umsatz! Die klauen sich da einen Tisch, wie ich das gerade sehe. Was für ein Tisch? Von wem und wer? Was? Haha!
Mausschlüssel, sagt man im Auto. Nee, mein Glück. Ja, nö, aber man muss da noch mitnehmen. Ach, der kann doch auch noch. Runter. Junges dynamisches Team. Ja, Rick Wieler. Was ist das? Ja, dynamisch sind.